Hallo und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. So, wir müssen einen Stuhl ausprobieren, einen elektrischen. Hoffentlich nicht wir selber, aber wir müssen Überzeugungsarbeit leisten. Genau hier, das machen wir noch. Und dann haben wir zwei Missionen in unserem Camp. Da freue ich mich schon drauf. Ich will nämlich endlich wissen, wie es weitergeht hier. Natürlich, erstmal müssen wir der Gesellschaft hier einen Gefallen tun. Die elektrischen Stühle, das glaube ich garantiert, das ist die Zukunft. Oh, wir haben hier ein Weltevent. Was ist los, Jungs? It's only temporary. This'll all be sorted out soon, I promise. Was ist denn los? The whole saloon's overrun with rats. I'm losing business left and right. Ja, das glaube ich. I need to get someone to get rid of them for me. I'll pay very well. I just need it done. Okay, wieso machst du das nicht selbst? All right, calm down. Let me see what I can do. Oh, thank God. Just be sure not to bang around the place too much. I'll wait out here. Vielleicht hat er panische Angst vor Ratten. Ernsthaft? Ich soll jetzt Ratten killen? Wo sind die denn? Töte Ratten. Na gut, mit der Desert Eagle. Ich habe leider keine Explosivmunition mehr. Ist das eine Ratte? Ich habe auch schlechte Augen. Das ist eine. Nummer 1. Nein, es ist zu dunkel für meine Augen. Ich glaube, ich muss echt den Bildmodus umstellen. Das ist alles nur dunkel. Wieso versteckten sich Ratten nicht im Licht? Eine Wanderratte. Wo wandert die denn hin? Stehen bleiben! Ich sollte die Folge wahrscheinlich nochmal von vorne aufnehmen. Na, beinahe hatte ich sie. So, Nummer 2. Das ist Nummer 3. Da läuft sie. Hier, nehmen eine andere Waffe. Das liegt nur an der Waffe. Oh mein Gott, was ist heute mit mir los? Ratten. Wo seid ihr? Put, put, put. Aha. Läuft doch schon. Hör was? Komm raus! Schlag tatsächlich an der Waffe. Ne, die sind einfach im Licht und besser sichtbar. Immer dem Gequieke nach. Na, ich höre doch hier was. Ist sie nicht im Schrank? Und was steht da? Wanderratte. Wir heben mal eine auf, dann kommt die direkt ins Kompendium. Also ich könnte schwören, ich höre da was. Du bist umzingelt. Boah, die letzte will mich doch verarschen. Wo bist du? Ich glaube, ich muss echt mal meinen Gamma hochdrehen. Ich sehe nix. Da ist sie. Aha. Das war noch nicht. Ah, da ist sie. Da ist sie, Arthur. Das war die letzte. Hui. Schwierigste Mission bis jetzt. Ooh, thanks, Mister. Take this. Ooh, you earned every cent. Da war die Munition, die ich verschossen habe, mehr wert. Obwohl $12. Gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Ja, da muss er aufräumen. Okay, girl. Und die Einschusslöcher entfernen. Hey, you're okay, girl. So, dann wollen wir mal zum Polizeioberwachtmeister-Kommissar. Ich muss gleich niesen. Schon mal eine Vorwarnung an euch. Ich niese nicht direkt ins Mikro. Vielleicht muss ich auch gar nicht. Ja, das kommt immer überraschend. Oder es kommt gar nicht. Das ist ja noch nerviger. Ja? Hat sich einbekommen. Hat sich einbekommen. Guten Morgen.
Ja. Oh, ich habe meine Kopfhörer falsch rum an. Deswegen kommt der Sound aus der falschen Richtung. Ein Moment, also ich muss kurz links und rechts tauschen. So. Kein Wunder konnte ich die Ratte nicht lokalisieren. Uiuiui. Weil, let me vote. Bei dir waren wir doch schon. Come on, people. Let me vote. Ich halte dich nicht auf. So. Rufen einfach mal das Pferd. Doch nicht das Journal. Da habe ich H zusammen mit der Journal-Taste gedrückt. So. Was hält euch auf? Ich habe schon gespendet. Let me vote. Let me vote. Ja. Was willst du von mir? Morning. You know, it's terribly important. What is? Voting? Yes, terribly. Once women get the vote, the whole country will stop making such a pig's ear of everything. There'll be no more wars, no hunger, no stupidity. We'll elect a woman president within the first 10 years, of course. You see, men are such judgmental prigs. You need us women to help straighten you out. Okay? Vielleicht. With us helping. I'm not saying there won't be trouble. I just think we'll do a better job of things. Mir zumindest unfair, euch nicht das aufhermasseln zu lassen. Könnt ihr alle gemeinsam vermasseln. Ja, gut. Hat mich gefreut. Weißt du? Nix nur. Mein Pferd ist mir hier raufgefolgt. Sehr gut. Ah, sehr gut im Treppelaufen. Sehr gut im Treppelaufen. Haben wir das auch mal rausgefunden. So. Hi, Jungs. Dann muss ich wohl meinen Charme hier sprühen lassen. Warum auch immer ich das mache. Ja, wo ich... Chief, I'm representing the inventor of a humane execution machine. An electric chair. And he, wants to demonstrate his invention here. Ah, I'm familiar with the man and his work. Tell you what, I'll give you a permit. But it's gonna cost you $100 in fees. Oh, $100. Boah. Das ist okay. Heftig. Well, the price is fair. Here you go. And here, sir, is your permit. Das war schmerzhaft. Formalities, of course, such as finding a suitable candidate for humane dispatch. I'll tell that to the professor. Good luck. Dankeschön. Das hat mich $100 gekostet. Was macht er mit dem ganzen vielen Geld? Kommt bestimmt nicht der Gemeinde hier zugute. Let's go, girl. Ah, ich will jetzt eigentlich aber... Muss man hier weitermachen? Charles... Aufruhr? Wer Charles Chatney? Okay, da gehen wir hin. Ich will doch Hauptmission auch weitermachen, aber alles in dem Spiel ist so verdammt interessant. Ich sollte mich nicht beschweren, das ist ja das Geniale hier drin. Ja, ich konnte nicht mehr mit dir interagieren. Ich habe dir Glück gewünscht und das meine ich so. Ah, wir haben doch Rechtsverkehr. Dann sollen die auch auf ihrer rechten Seite bleiben. Vorsicht, 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 Vorsicht. Oh je. Arthur, beeil dich mal ein bisschen. Hier durch, glaube ich. Come on out! You coward! We gonna talk about what you done to my wife! Come on! What you need a white belt anyway? You're a dead man! Oh, Lord. Ah!
Hui. Ganz knapp. Quite know why I did that. Because barbarity is boring, no? It kept me amused some years. You must go, my friend, before the gendarmerie arrive. Hey, you gonna do right by this fella's wife? You have done right by her. The little bird is free. I am an artist, cowboy. I must do what I feel. Look, was fühlst du? I have an exhibit at the gallery. You come, see what I mean. Oje, oje. Soll ich da jetzt echt rein? Ich wollte ihm eigentlich nur die Waffe wegschießen. Und konnte nicht. Kann ich nicht mal looten. Okay, meine Tastatur macht gerade komisches Zeug. Oder hier ist eine unsichtbare Wand. Ah, macht beides. Unsichtbare Wand und komisches Zeug. Na, jetzt den richtigen erschossen? Da wird schon nicht den falschen getroffen haben. Ich muss Salzfleisch fressen. Wildfleisch, ist doch egal. Oder Gin saufen. Bis der Arzt kommt. Hilft meiner Gesundheit aber nicht. Dazu muss es schon was Stärkeres sein. Und zwar Wildfleisch. Ich hab's gewusst. Ich hab's doch gewusst. Na gut. Wenn wir eh schon hier sind, dann... Guten Morgen. Nee, folgen. Wollte eigentlich den Typen da einen guten Tag wünschen. So, jetzt aber. Mit bisschen Input-Lag von Arthur. Aber das ist normal. Vor allem, wenn man so viel Gin auf einmal getrunken hat. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Wenn wir schon hier sind, dann können wir ihm ja die frohe Kunde überreichen, dass er seine Erfindung ausprobieren darf. Und ich darf wahrscheinlich das Testsubjekt finden. Yeah. Here we go. What the hell's wrong with you? Gar nichts, ich reite doch nur hier lang. Meine Güte. Ist ja wie in GTA, wo sich jeder beschwert, bevor ich die überhaupt anfahre. Ach, ich freue mich auf den sechsten Teil. Tja. Ah, hello, friend. Hello, Professor. Wie schmeckt der Schwarzgebrannte? Andrew Bell the Third. That's it. So, the chief says you can test out your machine, pending the usual formalities. And what are they? Finding a suitable, subject. Ah, funny you should mention. And this fella here, he seems sturdy enough, and he's guilty of sin. Wilson J. McDaniels. Wanted for murder, bigamy, and immoral animal husbandry. What's that? The mind shudders. Here, find him for me and help me put him out of his misery. Das klingt gut. Lass dir den Alkohol schmecken. Nee, für was braucht er das? Für eine motorisierte Kutsche oder? Ja, ja, lebendig fangen, damit wir ihn grillen können. Immoralische. Husbandry ist eigentlich Tierpflege. Da stand jetzt eigentlich nicht, dass er mit irgendwelchen Tieren Sex hatte. Aber bei dem Kopfgeld ist es nicht auszuschließen. Fährt der Arsch einfach gegen mein Pferd und haut ab? Ja, ja. Wo ist denn dieser schlimme Finger? Ach, da oben. Das hat noch Zeit. Gut. Zeddy Adler. Zieh doch nicht dein Messer. Muss echt mal rausfinden, was hier mein... Red Dead Redemption verhält sich eh komisch mit meiner Tastatur. Und ich hab's ja schon gewechselt. Auch wenn ich raustabbe, dauert's gefühlt 3-4 Sekunden, bis ein Buchstabe registriert ist. Alles gut bei euch? Hey, easy. I didn't mean nothing by it. Go before I decide to test my pistol. Was willst du von mir? Komisches Waffenrad. Na gut, hier sind so viele Menschen, da wollte ich ihn nicht direkt ins Gesicht schießen. Sonst kriege ich wieder 5 Dollar Kopfgeld. Ich habe in dieser Episode schon wieder genügend Geld ausgegeben. So. Ja,
Dann aber mal Flotti Karotti, wie die Jugend von heute sagt. Ja, jetzt hör auf, mich anzubimmeln. Irgendwie müssen wir mal ein Pferd auch so lange reiten, dass wir die beste Verbundenheit haben. Dann kannst du schön um Ecken sliden. Ich glaube, das höchste war Verbundenheitsstufe 3, was wir erreicht haben. Es gibt 4, also es gibt mindestens 4. Ich weiß nicht, ob es 5 auch noch gibt. Na, wisst ihr vielleicht besser als ich. So, endlich den Ausgang aus der Stadt gefunden. Komm, leg einen Zahn zu. Oder sind dir die Zähne ausgegangen? Hm? Lahmt schon ein bisschen. Jetzt. Jetzt ist es die Lachgaseinspritzung aktiv. Das ist eine sehr schöne Kutsche, aber ich will mich nicht ablenken lassen. Zumindest eine Hauptmission macht man heute. Und wenn es geht, machen wir 2 heute. So, müssten wir doch jetzt demnächst... Nee? Dachte, hier wäre schon die Abzweigung. Vor allem, weil das jetzt immer rechtwinkliger nach links aussieht. Ja. Google Maps wird es hier schon wissen. Oder was auch immer die im Wilden Westen verwendet haben. Okay, Girl. Hallo, ihr Geier. Make sure you stay awake there, Karen. Die steht. Das war ja jetzt nicht nett von uns zu sagen, sei sicher, dass du hier lebst. Sei sicher, dass du nicht im Stehen einschläfst. Stimmt, Kieran fehlt. Okay. I remember. Was denn Sadie im Haus? It's good seeing you in action with those foreman boys. Mm-hmm. Like the old days. Oh, I'm just glad we got Tilly back. Yep, just in time. Ja, das tatsächlich. Ah, da bist du ja. How you doing, Mrs. Adler? How are you? Been quite a journey since I joined you fellas. Yes. And now you and Dutch have joined high society. My lord above. Yeah, it seems so. I think my days in polite society are over. Well, I just saw Bill Williamson at a party at the San Denise mayor's house. If he can do it, anyone can. You get any leads? Yeah, I think so. You know so, Arthur Morgan. Come on, we need to talk. Mrs. Adler, will you excuse us? When are you gonna let me come robbing with you, Dutch? My lord, a few more like her, we could take over the whole world. A few more like her, there wouldn't be much of a world left. Yes, perhaps. Now, ich mag Sadie. Bus station. I went down there. I took a look at it. I think we can hit it. Sehr gut. I ain't never robbed in a city before. Well, you leave the planning to me. Oh, dann kann ja nicht schief gehen. Always. Is it just you and me? No, we'll need one more, I reckon. I say Lenny. Not Micah. Nein. That depends if you want a massacre or a payday. No, I wish that there was something I could do to make the two of you get along better. Well, that's easy. Make them change. Very funny. What is that? Oh, oh. What the oh, hell fuck. Have they done to me? Look, there, the tree lebt line. Er noch? Everybody take cover, or this boys are coming. Ihr Arschlöcher. Und Kieran hat verraten, wo wir sind. Ah, oh, ich hab eine gute Waffe. Vorsicht, Jungs. Jetzt schalt man die O'Driscolls aber dauerhaft aus. Alter, Kieran, ich mochte den. Hold your ground! Arthur, we need your gun down there. Wie viele Gangmitglieder hat er denn überhaupt?
Vordertür. Was ist an der Vordertür? Damn crap! Come on, damn Driscoll! What's happening? Driscoll, get upstairs. You save it up there. Hold in here. Ryan Pearson. Stay away from the window. Get inside fast. Come on, Vorsicht, quick. Jungs. Vorsicht, Needles. Ja, Arschlöcher. Oh, der arme Kieran. Herr Sean und dann jetzt das. Look this. We're getting overwhelmed. Fall back to the. Nein, meine Ehre. Wie viele Driscolls gibt's? Ganz ehrlich, das ist ja eine Riesengang. Wow. Ich fall ja zurück. Wir brauchen vor allem mehr Schießeisen. Was soll ich machen? Stoßen, ich stoße. Good. Now everyone, I got this. Get these windows covered quickly. John, you take the windows over there. Charles, take the side door there. Arthur, you take the windows in the back. Go. What the devil? Das ist eine ziemlich coole Mission, aber scheiße, Kieran. Everyone accounted for. Für den nicht mehr. Hey, I said, is everyone accounted for? I don't know. I think. Oh, wie haben die uns überhaupt gefunden? Also, hat uns bestimmt verraten. Na gut, wenn man gefoltert wird. Ich wäre auch ein ganz schönes Plappermaul. Nein, Sadie! Wo bist du? Sadie, I'm coming! Was machst du da hinten? Boah. Kämpf die gut. Krass. Miss all this? Guter Punkt. Now we go back. We need you in the house, Mrs. Adler. Oh, oh. Der hat eine goldene Taschenuhr gehabt. Ich wollte die mopsen. So, jetzt müssen wir aber. Ein toter O'Driscoll ist ein guter O'Driscoll. Ich hab genau gesehen, der hat geleckt, als ich ihn versucht habe, am Kopf zu treffen. Ah, die haben ja wirklich jeden geschickt. Klingt das jetzt nicht fair. Komm schon, nachladen, Arthur. Ja, sehr gut. Ja. Alter, so ein Massaker. Glaubt, Jack wäre bei Papa Bronte besser aufgehoben gewesen. Charles, Vorsicht! You okay? Charles, come on! Jo, dafür hat sich Dead Eye doch gelohnt. Ja! Yeah. Keiner haut ab. Keiner entkommt. We okay? I think so. Ui. Except for Karen here. Aww. Poor kid. Mr. Swanson, would you take this boy and bury him someplace near, but not too near? Of course. Charles, help me with the body. We need to get this place cleaned up. Mr. Pearson, Miss Grimshaw. Already taking care of it.
Come on now, work. Sehr gut, Leute. Das waren mindestens 50 Stück. Really, vielleicht weniger. So can I, Arthur. So can I. We need to get moving. Away from here. So we should start looking for another camp. You ain't thinking big enough, Arthur. You ain't seeing the vastness of our problems. Dann ab nach Tahiti. And our opportunities. I'm not sure I get you. You will, son. You will. Ich bin mir nicht sicher, Dutch. Near the trolley station. We got work. Wir wurden gerade überfallen. Shall we? Yep. Plündert die doch wenigstens davor, Jungs. 50 mal 1 Dollar sind zumindest 50 Dollar. Mrs. Adler fought braver than any of us. Das auf jeden Fall. She is driven by powerful forces I scarcely understand. That's what love has done to her, I guess. Möglich. Ich mag meine goldene Pistole. Oh ja, Bronzemedaille dafür, dass ich mich so gut geschlagen habe. Was ist falsch gelaufen? Alles. Nur Handfeuerwaffen, Genauigkeit, 15 Kopfschüsse. Man kann es auch übertreiben. Nee, ich will jetzt kein Domino spielen. So. Dutch an der Bahnhofstation. Aber wir haben Leopold Strauß. Nee, ich werde nicht den Umweg laufen. Ich werde einfach hier quer. Oh, Arthur, I can't believe those pigs did that to him. Kann ich auch nicht glauben. He was such a gentle soul. Ja. Yeah, he saved my life one time. I'll miss him. You make the bastards pay, Arthur. Was mache ich die ganze Zeit? If we get the chance, we surely shall. Kannst du immer noch nicht fassen, dass ich Kohlen nicht einfach abgeknallt habe, als ich die Chance hatte. Na, vielleicht, weil wir die Guten sind. So, dann wollen wir mal ein bisschen hier ein, zwei Zähne zulegen. Jetzt habe ich den Topspeed von Arthur rausgeholt. Na, was ist Leopold aus der Void weg? Herr Strauß, wie sieht's aus? Wen soll ich diesmal überfallen? Jo, was geht? Still working, Mr. Strauss. What you been up to? Trying to wrap up our accounts before we leave, Mr. Morgan. So you'll be joining us in Tahiti? I rather fancied Australia. A similar kind of people to us. Lots of opportunity. Dutch tells me we're going to be ranchers. Perhaps, but so far we have not raised many cattle. No. So, Mr. Morgan, will you help me finalize our business here? This is filthy work. We'll need money in Australia. For That's cattle true. And feed, I mean. Why flinch now? You never have done before. I don't know. Well, here they are. Some fishermen by the name of Davison, Algy Davison, living in a place called Catfish Jackson near Scarlet Meadows. A fisherman. And that's it. We're a union built on that, you know. Okay. Na gut. Komm her, mein Pferd. Einen Fischer überfallen kriege ich ja noch hin. So viele Gräber hier. Auch noch teilweise überflutet. Waren bestimmt die Alligatoren. Wimmelt hier nur von denen. Hey, was ist das für ein blond frisiertes Pferd da hinten? Was mit dem? Kann ich mir das kurz ausborgen? Kann die Rohrkolben fressen? Warum nicht? Scheint zu schmecken. Oh, Maika ist auch da. Oje, oje, oje. Eine Art kleines Mausoleum. Steinaufbewahrungsbox. Ja, ist hier gut. Ich sehe sie, ich sehe sie. Hä? Ist das Pferd? Pferd hin.
Pferd? Das ist die spawned, weggelaufen, und das sehe ich am Ende in der Aufnahme wieder. Alter, sehe ich schon Phantompferde. Na, dann wollen wir mal. Wir gehen über die Holzbrücke. Da gibt's nicht so viele Krokodile drauf. Aber unter mir. Ja, nicht. Lass das. Ah. Ganz ruhig, ganz ruhig. Das Pferd hat's komplizierter gemacht, als es hätte sein müssen. Arsch. Siehst du, Pferd? Ich pass auf dich auf. Ich schieße auf Krokodile. So, jetzt mal, bevor die mich wieder niedermähen. Was nehmen wir denn? Springfield Bolt Action mag ich sehr gern. Und hier seltenes Rolling Block. Da kann man mit... Nein, kein Messer, Arthur. Wir sind kein CSGO-Kiddy. Okay. Was machst du denn hier? Hallo? You alright? Yeah, that was quite a mess to clean up. In every sense. Richtig. Hab die noch nie außerhalb von irgendeinem Camp gesehen. Ja. Noch ein Phantompferd. Diesmal erkenne ich es aber. Na egal. Wir müssen Schulden eintreiben. Ich glaube, ich sollte noch was fressen für meine Kerne, obwohl die sehen eigentlich gar nicht so schlicht aus. Okay, ich hol's Gewehr raus. Ich hol's Gewehr raus. Letztes Mal ist es an der Stelle schief gegangen. Good girl. Ja, diesmal sehe ich nichts. Kann ja auch nicht ständig überfallen werden in dem Land. Naja, furchtbar. So, Waffe weg. Fäuste raus. Entweder im Haus oder beim Fischen. Mal schauen einfach mal. Ich glaube, das Haus habe ich doch sogar schon gelootet. Ich war zumindest hier schon mal drin. Und habe nur Kokain-Kaugummi zurückgelassen. Vielleicht ist er ja hier drin. Schuldeneintreiber. Jetzt Pech. Vielleicht kann man hinten rein. Wenn wir freundlich fragen. Das habe ich auch schon gelehrt. Okay, wir sollen nicht ins Haus. Renn, Arthur. Komm schon. Also Fischer muss in Wassernähe sein. Hätte ich jetzt einfach spontan behauptet. Schlange! Oh, die habe ich erwischt. Hey! Ja? Mein Lasso. You're done now. Alles gut. Lord! Will doch nur das Geld. No! 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 This is very kind of you. Gesalzenes Wildfleisch wird nicht reichen. So. Einmal aufs Pferd. Geht nicht. Da muss ich zum Haus rennen. You'll be alright. Hat das gerade auch schon so gedampft? Ich habe die Schatulle halt schon geleert da hinten. Naja, was soll's. Vielleicht hat da drin noch mehr Geld.
I ain't your pa. I'm here for the dead of you. There you go. Out of your hands now, mister. Just take what you want. I won't cause you no trouble. Alles gut. Release me, won't you? Wenn ich hier fertig bin. Now, I'm just gonna check your pockets. Oh, das geht wieder gegen die Ehre. Warum denn das? Gin. Gin des Lebens. Ach so, habe ich schon eine Folge genannt. Ich kann was durchsuchen. Warum denn nicht? Premium-Zigaretten rauche ich. So, wo sind sie denn? Wo sind sie? Da sind sie. Immer noch nicht gut. Aber berühmte Revolver heilen sie mal sonst mal an. Black Bell. Ich glaube, die habe ich in dem Spiel schon mal getroffen. War irgendwo im Sumpf, wenn ich mich richtig erinnere. Oh, die Kekse sind bestimmt ein Vermögen wert. Schublade durchsuchen, Schublade durchsuchen. Oh, euer Geld. Ihr könntet es mir auch einfach sagen. Auf jeden Fall noch ein Schrank. Scheint sehr beliebt zu sein, der Gin hier in der Gegend. So, wir haben noch zwei Räume. Irgendwie sowas. Oh, eine Truhe. Komm schon, legendäres Item drin. Ja, das sind die Schulden. Wir können uns ja trotzdem noch ein bisschen umsehen, wenn wir schon da sind. Was haben wir da für ein... Irgendtonikum brauchen wir wahrscheinlich nicht. Oh, zwei Zigarettenkarren und ein Gold... Nee, da sind kein Goldbarren. Ja, nehme ich mit. Das ist wohl auch ein Sammler. Süßigkeiten nehme ich. Nein, ich wollte die Süßigkeiten. Ich bin ein fettes Kind, ich will meine Süßigkeiten. Wunderbar. Ist im Kamin was versteckt? Nee, nur Holz und Schmerz. Ja, ich befreie dich gleich. So, Beistelltisch noch durchsuchen. Pistolenmunition. Na, 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 die brauche ich. Hab viel verschossen in der Episode. Da liegt ein Brief. Oh je, mit so viel Text lesen. Lieber Nate, ich weiß nicht, wie viele Briefe ich dir schon geschrieben habe, aber ich versuche es immer weiter. Schon das Schreiben allein gibt mir das Gefühl, dass eine Maus im Weg ist. Gefühl einer Verbindung zu dir, was immer noch besser ist als gar keine. Ich kann verstehen, wie verletzt und wütend du sein musst, dass ich dich einfach so verlassen habe. Ich schwöre dir, dass ich doch noch immer aus tiefstem Herzen liebe. Ich konnte es bloß keinen Tag länger mit deinem Vater aushalten. Okay. Das war die Mama. Und was hat der Papa denn getan? Anscheinend viel getrunken. Armer Nate. Und jetzt liegt er gefesselt rum. Na gut. Da komme ich nicht an das tolle Elixier. Dann würde ich mal sagen, ich befreie den Kleinen wieder. Dann kann er seinen Vater befreien. So. Ich kann ihn nicht befreien. Entschuldigung. Das finde ich jetzt doof. Ich hätte ihn befreit. Können sich eventuell ja wieder aufrichten und dann raushüpfen und um Hilfe bieten. Und dann hoffen, dass sie keinem Rassisten über den Weg laufen, der die Situation ausnutzt. Einfach keine Gedanken darüber machen. Ist nur ein Spiel, ist nur ein Spiel, ist nur ein Spiel. You're all right, girl. So, ich glaube, dann müssen wir schon zurück zu Leopold. Beziehungsweise die Schulden geht man jetzt inzwischen ja direkt bei der Camp-Kassette ab. Dann muss man einfach noch ins Camp. Was ist denn das für ein Geräusch bei uns? That's a good girl. Wo
komische Tierwelt. Es ist immer noch faszinierend, dass er hier von dem Boot in dem Baum keinen Journaleintrag machen wollte. Ich hätte es gemacht. Alles gut? You okay, boy? Und? Labrador. Ah, ich mag Labradore. Ich mag auch alle anderen. Also nicht alle anderen. Hab was gegen Windhunde. Auf einer persönlichen Ebene. Und ich mag nicht diese Qualzüchtung. There, girl. Mops finde ich schon sehr. Kriege ja selber Atemprobleme, wenn ich das mit ansehen muss. Das ist nichts für mich. Essen ist ausgegangen, dann wollen wir das mal wieder auffüllen. Mr. Morgan. Ja. Leopold? Arthur. Ah, that reminds me. I got some debt money for the box. Mhm. Kein Danke, kein Nix. Typisch Deutsch. Nicht geschimpft ist gelobt genug. Hallo. Yeah. Hi, Arthur. It'll be okay, Molly. Da wäre ich mir nicht so sicher. How is any of this okay? Karen and Sean are dead. Dutch is hardly speaking. Ja, ja, das sind alles valide Punkte, aber ich habe was anderes zu tun. Red doch mal mit Dutch darüber. Built on memories. Aha. Sehr gut. Ja, Memories. Und dann müssen wir hier mal ins Kontrollbuch schauen. Ja, doch ins Kontrollbuch. Dann können wir die Essensvorräte wieder auffüllen. So. Schulden. Einbezahlt, abbezahlt. Wunderbar. Jetzt spende ich noch 21 Dollar für die Ehre, weil ich vorhin, glaube ich, aus Versehen ein Pferd getroffen habe mit dem Dynamit. Ließ sich leider nicht verhindern, das war mit im Weg. So. Und dann Kontrolle. Ja, ich hol doch jetzt Essen. Kauf mal, kauf mal. Das gute Zeug kaufen. Ah, das ist Medizin. Sehr schön, sehr schön. Ja, das braucht das Camp. Dann haben wir, glaube ich, wieder hier ein goldenes Icon. Ich hoffe, das freut die Leute, die noch leben. Nein. Vorherige Seite, wir... Achso, da unten ist auffüllen. Okay. Wieso kann ich das nicht kaufen? Vielleicht, weil wir es haben. Kaufen, okay. Essen sieht auch gut aus. Ja, würde ich sagen. Munition ist auch aufgefüllt. Pferdestation. Mehr Platz zum Anbinden. Warum nicht? Wir haben doch jetzt so viel Campgeld. Dank mir. Nicht dank irgendjemandem anderen da. Obwohl, die haben es teilweise geplant. Das muss man auch. Muss man auch respektieren. Na, ich glaube, dann können wir tatsächlich nichts mehr kaufen. Doch, wir können das gönnen, wir uns was kaufen. Kokain, Kaugummi und Süßigkeiten. Ja, man gönnt sich ja sonst nichts. Boah, sieht nett aus. So. Nochmal auffüllen kann ich nicht. Wunderbar. Dann haben wir unseren Soll erfüllt. Und Ehre ist immer noch ein bisschen niedrig. Müssen wir wieder Leute grüßen. Na gut, ich würde tatsächlich sagen, das reicht für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.